Rex, Sie sind weit gekommen. Aber irgendwas sagt mir, dass Sie sich noch zurückhalten. Keine Angst, Doc. Keine Zurückhaltung mehr. Ich bin ganz blind vor Cyberliebe. Cyber Commandos so zärtlich sein können. Ich weiß. Meine Organe, Knochen und Blut sind zu 85% synthetisch. Du bist 100% Mann. Zumindest die Teile, auf die es ankommt. Oh, Rex. War es das jetzt? Nein. Nicht solange Sloan lebt, Elizabeth. Er wird diese Raketen auf jeden Kontinent der Welt abfeuern. Er ist ein Monster, Rex. Die Sprengköpfe werden alle infizieren. Und dann werden sie zu prähistorischen Wilden. Die Gesellschaft bricht zusammen. Es kommt eine neue Steinzeit. Und was daraus hervorgeht, wird nicht länger menschlich sein. Er glaubt, er täte damit allen einen Gefallen. Doch das tue ich, indem ich ihn töte. Erst hast du mich gerettet, Rex. Und jetzt musst du die Welt retten. Elizabeth? Nein. Alarm. Neue Parameter aktiviert. Bitte auf aktualisierte Mission warten. Was? Rex, ich bin's. Elizabeth. Elizabeth. Wenn du das hier hörst, dann ist mir etwas zugestoßen. Rex, bevor ich dich traf, dachte ich, ich würde nie wieder einen Mann lieben. Ich weiß, du hältst dich für weniger als menschlich. Doch du hast etwas, das mehr wert ist als militärische Hardware für 1 Milliarde Dollar. Kraftvoller als die Wasserstoff-Brennstoffzelle in deiner Brust. Du trägst eine menschliche Seele, wohin du auch gehst. Und du trägst mein Herz. Dein Arm öffnet nun den Hochsicherheitsbunker innerhalb der Anlage. Hol ihn dir. Missionsziel? In die Denko-Anlage und den Hochsicherheitsbunker eindringen. Und Rex, tu es nicht für mich. Tu es für den Weltfrieden. Rex. Aber du hast Herzblut. Ich glaube an dich, Rex. Und du musst auch an dich glauben. Dann lassen wir es mal krachen. Drachenangriffsvernichtungssystem. Ihre Killstar steuert meinen Hirnschirm. Und das heißt, Sie sind mein Reiter. Hallo, Baby. Ich bin mit einer hydraulischen Terror-4000-Kanone und Traumapanzern aus Titan ausgestattet. Ich glaube, wir drehen mal herum.